Heinz Ollisch für seine Autoumwerferei und heute natürlich bei uns zu Gast The Strongest Man of Germany. Das ist ein Titel, den er hat. Hier ist Heinz Ollisch. Der Heinz Ollisch, das ist ja eine ganz schöne Statur. Ja? Naja. Man tut es noch. Ja. Hätten Sie nicht den Bart, hätte ich gesagt Britney Spears. Ja? Ja, Sie haben den Titel Strongest Man of Germany. Was ist das für ein Wettbewerb? Ist das, was beim DSF immer zu sehen ist? Die stärksten Männerwettkämpfe sind verschiedene Disziplinen, ja, an die 30. Und pro Wettkampf sind es meistens so 10 unterschiedliche, komplette Körperkraft wird getestet. Was ist denn da zum Beispiel anders als, könnte da ein normaler Gewichtheber mit Ihnen mithalten? Glaube nicht, weil die sind zu speziell. Also in bestimmten Disziplinen sicher, aber die trainieren eigentlich nur auf Maximalkraft und also Explosivkraft. Nur hochheben. Genau, die haben die zwei Disziplinen und auf die sind spezialisiert. Da könnten Sie aber wiederum nicht mithalten. Nein, da schaut es bei mir wieder schlechter aus. Aha, und das ist also, das ist universeller, was Sie da betreiben. Genau, das ist praktisch wie bei den Leichtathleten der Zehnkampf. Ja, und das ist dann zum Beispiel Auto umwerfen. Was ist noch dabei? Gehört auch dazu. Dann die traditionellen Steinkugeln, die Stones of Strength. Ach, diese Abteilung. Genau. Ja, hab ich gesehen. Baumstammstämmen. LKW ziehen auf schnellste Zeit. Ja. Das ist so, sind so die Traditionsdisziplinen. LKW ziehen, das ist eine Spezialität von Ihnen. Ja, oder? Das liegt mir sehr gut. Die haben auch Motor. Guter Tipp von mir. Na ja, da kann es ja jeder. Ja, ja. Wie schwer ist so ein LKW? Ist unterschiedlich. Also das Schwerste, das ich jemals gezogen habe, LKW war 35 Tonnen und ein Flugzeug mit 40 Tonnen. Sie haben ein Flugzeug gezogen? Ja, aus dem 37er Boeing. Eine Boeing? Aber da darf es nicht bergauf gehen, oder? Sonst da schaut es dann ein bisschen schlechter aus. Ja, und jetzt wollen wir mal das natürlich testen, wie das mit dem Auto aussieht. Ja? Wir haben hinten unseren Hof, wo die Autos geparkt sind. Da ist auch eine Polizeistation. Testen wir die. Ja, und da gehen wir jetzt gerade mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Hallo. So. Und ich bin sehr gespannt, meine Damen und Herren, und da bin ich mal gespannt, ob der Herr Ollisch einfach den Wagen umwerfen kann. So, hier lang. So, da haben wir schon, da sehe ich es schon, sehr gut. Da steht schon die Karre. Ist das im Prinzip, sind die Wagen begrenzt, die Sie da, also vom Gewicht her, die Sie da hochheben und wegschmeißen? Ja, damals beim Rekordversuch, die dürften nicht unter 900 Kilo wiegen. Ah, nicht unter 900 Kilo. Genau. Ja. Und weiter hier lang. Herr Ollisch, hier. Ah, ja, hier sind wir schon. Der wird ein bisschen schwerer. Sehr gut. Ich glaube, da guckt keiner. Kriegen wir den hin? Oh, der müsste aber auch mal wieder gewaschen werden, oder? Na ja. Die Herrschaften von der Polizei hier. Der macht den TÜV nicht mehr lang. Ja? Okay, und los geht's. Komm. Eins. Nein, wir machen es natürlich mit dem. Wollen ja keinen Ärger haben. Mit unserem Freund und Helfer. Oh, ja, jetzt müssen wir hier. Ach so. Da gibt es eine gewisse Technik, wie man das macht. Ja? Was ist denn das hier? Da wärmen wir uns jetzt mal auf. Wieder wärmen wir uns auf. Was ist das? Eine Pfanne? Genauso, ja. Eine Pfanne? Eine handelsübliche Teflonpfanne. Genau. Ja. Und jetzt? Wie wärmen wir uns damit auf? Und die rollen wir jetzt zusammen. Wie, die rollen wir jetzt zusammen? Die Pfanne rollen wir zusammen? Hier ansetzen. Ja. Hier ansetzen. Genau. Ja. Und dann? Und dann geht's los. Zack hier, zack hier. Wie? So. Und hopp. Und hopp. Unfassbar. 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 Sie rollen die Pfanne zusammen? Genau. Eine Sensation. Sehr gut. Ja. Das ist hier. Das bringe ich meiner Mutter mit. Muttertag ist da schon vorbei, aber egal. Kriege ich das auch hin? Und fertig. Nein, es ist zu schwer für mich. Aber das ist ja toll, Sie rollen Pfannen auch. Ja gut, das ist ein Spaßding. Das machen Sie nicht zu Hause, ständig. Na, normal nicht. Das kommt zu so, mehr. Jetzt muss ich also, soll ich mich reinsetzen? Dann wird es ein bisschen schwieriger für Sie. Ja. Ich setze mich in den Wagen rein. Dann hat der Wagen eine Tonne, der Wo passt muss ich genau. hin? Ach, den Gürtel ziehen Sie an. Ja. Soll ich einen Helm anziehen? Besser ist. Ja komm, dann ziehe ich einen Helm an. Aber den Quatsch brauchen wir nicht, oder? Normal nicht. Normal nicht, ja, komm, so. Wer gegen sich den Helm an. Box, der braucht es nicht. Wie schwer ist der Wagen jetzt? 950. 950. Soll ich mal gerade probieren, wie weit ich komme? Ja. Aber ich krieg schon gewackelt hier, guck mal.
Die kann schon ganz ordentlich wackeln, den Wagen. Das ist schon, da muss ich schon sagen, alle Achtung herab, was Sie für eine Kraft haben. So, Helm auf. So, der Heinz macht jetzt, ich steig hier ein. Genau. Was ist denn das, ein Fiesta? Das ist ein Fiesta. Ein Fiesta, sehr gut. So, ich setze mich jetzt hier handelsüblich rein. Ja, hier und dann festhalten. Am Lenkrad festhalten? Ja, am besten nach irgendwo oben und dass da nichts rausschaut. Hier so. Das ist das Wichtigste. Okay. Genau. Ich mach mir doch hier so einen Armschutz dran. Ist besser. Ist besser, wenn was passiert. Nicht, dass wir nachher hier so. Richtig festhalten, gell? Ja, und jetzt geht's los. Ah! Ah! Ja. Achtung, Achtung, Achtung! Ah! Achtung, 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 Achtung. So, das war ja schon sehr gut. Und wie komme ich jetzt hier raus? Könnt ihr das auch wieder umdrehen? Ach so. Ja, Moment, hier. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Großartig. Ja, meine Damen und Herren, kleiner Applaus noch für Heinz Ollisch. Vielen Dank. Sensationell, oder? Ja.